Auch der Herbst des Lebens hat schöne Tage. Der Dezember ist der Monat der inneren Einkehr, oft auch mit erstaunlichen Erkenntnissen verbunden. Die Statistik sagt den deutschen Männern, dass sie höchstwahrscheinlich so um und bei 79 Jahre alt werden, mit leicht steigender Tendenz. Diese Zielvorgabe ist gut 4 Jahre niedriger als bei den Frauen, die sich seit Beginn solcher Aufzeichnung einfach als widerstandsfähiger erwiesen haben. Bei uns Männern brennt die Kerze schneller, weil wir intensiver leben. Da wird schon mal ein Porsche um den Chausseebaum gewickelt oder zentrale Blutgefäße durch großzügig dosierte Viagra-Einnahmen zum Bersten gebracht. Manch ein Kerl schaut ungerührt zu, wie sich seine Leber um den Verstand säuft. Solche Biografieverkürzungen machen es unseren Statistikern unnötig schwer. So scheut der Mann den vorsorgenden Arztbesuch. Dass ihm Finger, Schläuche und Rohre in die unterschiedlichsten Körperöffnungen geschoben werden, empfindet er als persönliche Entehrung. Den Besuch einer Arztpraxis akzeptiert ein richtiger Mann nur im Liegentransport, niedergestreckt durch eine anständige Platz-, Schnitt- oder Schusswunde. Geächtet hingegen werden Männer, die dreimal durch die Führerscheinprüfung gerasselt sind und ihr anschließendes Leben ohne Automobil mit der Hinwendung zu naturnahen ökologischen Lebensweisen begründen. Auch studierte Biologen, die nie in den Genuss einer Festanstellung gerieten, sich stattdessen durch öde Theorievorträge bei Wattwanderungen den Lebensunterhalt verdienen. Oder Angehörige obskurer Nischenreligionen, die ihr Glück durch irdische Lust und Freudlosigkeit erringen wollen, kommen bei Volksstämmen nicht an, die vom Mann Virilität, Furchtlosigkeit und einen gepflegten rechten Haken erwarten. Dass Frauen im Schnitt später abtreten als Männer, wird vielfach mit deren Aufgeschlossenheit alternativen Naturheilmethoden gegenüber begründet. Aber mal ehrlich, eine Lebensverlängerung durch den Genuss von Eigenurin, die oft gelobte Mittelstrahltherapie, empfindet ein kerniger, mehrluftgegerbter Sylter Mann als ebenso absurd wie eine ayurvedische Darmspülung mit warmem Olivenöl. Dann noch lieber 79 und tschüss. Manchmal, wenn ich mich schwächlich und trübselig fühle, schaue ich auch selbst mal gerne nach vorne und produziere bunte Kopfbilder, wie es wohl aussehen wird, wenn ich, hochbetagt und lebensklug, meine Zeitreise beende. Urenkelkinder träume ich dann, schleppen jeden Sonntag bunte, eigenhändig gemalte Bilder an. Der Pastor kommt einmal die Woche zum Plaudern ins Haus und die slowenische Altenpflegerin steckt mir einen selbstgebrannten Obst dazu, den sie aus dem Heimaturlaub mitgebracht hat. Jeder meiner Geburtstage wird in der Zeitung Tage vorher angekündigt. Die Bürgermeisterin besucht mich mit Gefolge. Wir schludern ein wenig über vergangene Zeiten. Die Hausverwaltung hat einen Lift ins Treppenhaus montiert, damit ich verschleiß- und unfallfrei vor die Haustür kariolen kann. Trotzdem ist der Terminkalender voll mit Eintragung. Eine ruhige Kugel im Alter schieben? Das wird ja wohl nix. Jeden Morgen wache ich um 4:30 auf. Das ist typisch für Senioren, denn die benötigen einfach verschwindend wenig Schlaf. Sie horchen in sich hinein und stellen fest, die Gelenke schmerzen, also lebe ich. Zum Frühstück wird Zeitung gelesen, und zwar in einer festgelegten Abfolge. Erst die Todesanzeigen, dann Wetter und Insolvenzen, und zum Schluss das ZDF-Programm. Alte Menschen sehen nur noch ZDF. Weil vor den Nachrichten mit anschließender Rosemarie-Pilcher-Episodenverfilmung immer die lebenslustigen Arzneimittelreklamen aufgestrahlt werden. Solche Werbeclips sieht der greise Mensch für sein Leben gern. Zweimal pro Woche warte ich beim Aqua-Jogging über den Beckenboden in der Sylter Welle. Es folgen Sondertermine, wie etwa eine Visite beim Akustiker, der dringend die Starkstrombatterie in meinem Hörgerät auswechseln muss. Die Nachmittage verbringe ich oft beim Notar. Das Schöne am Alter ist ja unter anderem, dass du dich mit deinen Kindern im Zweifelsfalle nicht mehr lange rumstreiten musst. Du sitzt am längeren Hebel. Wenn sie dir quer kommen, stufst du sie aufs Pflichtteil runter und Ende der Diskussion. Wer die 100 voll hat, muss es freilich hinnehmen, dass an jedem Geburtstag merkwürdige Kontrollbesucher auftauchen. Beispielsweise ein Außenbeamter der Deutschen Rentenversicherung. In ihrer hoffnungslosen Unterfinanzierung hoffen die, dass es sich bei dem Methusalem in Wahrheit um einen Zahlendreher oder eine Computerpanne handelt. Rentenversicherer kennen den demografischen Faktor nur als Theorie bzw. als mathematische Formel und staunen, wenn sie so einen zählebigen Rentenfall eierlückisch schlappernd leibhaftig vor ihnen sitzt und von Kaisers Geburtstag erzählt.
Aus all diesen Gründen schaue ich dem Alter entspannt entgegen. Auf Sylt werde ich mich geborgen fühlen. Im Gegensatz zu Mallorca oder Ibiza gibt es hier keine herummarodierenden Hooligan-Horden oder tumpe Rapper oder zappelige Hip-Hopper, die noch dazu von ihrem Drogenberater und Bewährungshelfer verfolgt werden. Nein, die Bewohner unserer nordfriesischen Inseln zeichnen sich mehrheitlich durch reiche Lebenserfahrung aus. Aus den Jahren, in denen ein Sixpack ihr ständiger Begleiter war, sind sie raus. Sie schlendern in Richtung Schnabeltasse.